Wenn ich in die Probe komme und die ersten Töne spiele, dann vergesse ich alles um mich herum. Leidenschaft in der Musik bedeutet für mich vor allen Dingen, dass es ans Herz geht. Wir sind in Deutschland so, ja, mit das meist dekorierte Orchester. Jeden Tag ist es, als würde man in einer neuen Welt aufwachen. Megatrends wie Globalisierung, Digitalisierung, Klimakrise verändern die Welt. Welche Rolle spielt da noch Musik? Musik erweitert unseren Horizont und hilft uns, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Musik spricht gezielt unsere Gefühle an, wie Liebe, Freundschaft, Angst oder Verlust. Musik hören macht glücklich. Jeden Tag gibt es neue Möglichkeiten und neue Chancen. Was müssen wir tun, um sie konsequent zu nutzen? Tja, das war die Frage, die sich eine Handvoll junger Musiker stellte und beschloss, im Jahre 1980 das Mülheimer Zupforchester MZO zu gründen. Ja, das waren Männchen, die haben Möglichkeiten gesucht, sich musikalisch auszudrücken, haben das in anderen Orchestern, die es damals hier gab, die noch ganz traditionell war, einfach nicht gefunden. Und die haben sich einfach auf eine Reise begeben mit Freunden. Und aus diesen Freundeskreisen ist ein großer Freundeskreis geworden. Der Stamm der Spieler ist wirklich seit 40 Jahren in dieser Konstellation zusammen. Begeisterung und Enthusiasmus für handgemachte Musik. Das war der gemeinsame Antrieb. Der musikalische Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Das Mülheimer Zupforchester wurde immer bekannter und von einer kleinen regionalen Gruppe leidenschaftlicher Musiker zu einem der führenden deutschen Zupforchester. Hier ein paar Meilensteine. Teilnahme am Deutschen Orchesterwettbewerb. 7-mal erster Preisträger in Folge. Erste Preise beim Internationalen Mandolinenwettbewerb Jülich Kosla. Sieger beim Internationalen Siegfried-Behrendt-Wettbewerb in Zeil. Erster Preis beim ersten BDZ-Wettbewerb in Jülich. Ja, wir machen das, was wir können. In unserem Fall, wir spielen hochwertige Zupfmusik und durch die Vergabe von Auftragskompositionen und zahlreiche Uraufführungen fördert das Mülheimer Zupforchester auch die zeitgenössische Musik. Ich bin ein Teil des Ganzen, ein Teil des Orchesters, ein Teil der Musik, ein Teil der Emotionen, die wir weiter transportieren. Und das sind unsere Instrumente. Die neapolitanische Mandoline, die klassische Gitarre, die Mandola, das Mandoloncello, Bassgitarre und Kontrabass. Sie verschmelzen zu einem Klangkörper, der das Orchester weit über Mülheims Grenzen bekannt gemacht hat. Das Zitat von Nicolas Chamfort bringt es auf den Punkt. Durch die Leidenschaften lebt der Mensch. Durch die Vernunft existiert er bloß. Nur wenn man mit Freude und Begeisterung dabei ist, kann man richtig gut sein. Und das Wichtigste, das Orchester. Die Leidenschaft für handgemachte Musik ist bei allen spürbar. Die Motivation außergewöhnlich. Unser Antrieb sind Begeisterung und Enthusiasmus. Ich bin jetzt seit 20 Jahren künstlerischer Leiter, seit 30 Jahren im kommenden Jahr im Orchester. Das Orchester gibt es seit 40 Jahren und ich führe die Reise fort und ja, wir haben riesig Spaß daran. Das aktive Vereinsleben im MZO, auch außerhalb der wöchentlichen Proben und Auftritte, bringen Lebensfreude und sind wichtiger Bestandteil der DNA des Mülheimer Zupforchesters. Frage: Wie geht es nun weiter?
Wir möchten Menschen jeden Alters für Musik begeistern. Und wir möchten nicht nur ein großes musikalisches Erbe erhalten, sondern die Zukunft der Zupfmusik mitgestalten.